Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte es schon mal angekündigt, dass ich nämlich im Januar diesen Kurs hier gemacht habe, den Nimm dein Glück selbst in die Hand Kurs. Und das ist jetzt das Happy Book, quasi das Workbook zum Kurs. Und das ist die Anleitung zum Glücklichsein, ein 20-Tage-Selbstcoaching-Programm. Und das habe ich jetzt wirklich 20 Tage lang gemacht. Ich hatte die Creatorin dieses Kurses bereits im Interview. Das Interview verlinke ich euch hier oben nochmal. Das war sehr, 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 sehr schön und möchte euch jetzt so ein bisschen mein Fazit zu dem Kurs sagen. Also ich habe das tatsächlich jeden Tag gemacht, 20 Tage lang, muss man aber nicht. Also ihr könnt auch mehrere Tage mal dazwischen haben, weil ich ja weiß, dass das für uns Mamas immer nicht so einfach ist. Aber das ist eines meiner Ziele für das neue Jahr, dass ich mir bewusst jeden Tag wirklich Zeit für solche Sachen für mich nehme. Ich habe mir dann halt einen Tee dazu gemacht und habe das richtig zelebriert. Das stand in meinem Terminkalender, wann ich das mache. Das war fest mit eingeplant. Ansonsten wird sowas ja eher immer schwieriger. Und habe das dann tatsächlich wirklich jeden Tag gemacht und jeden Tag zelebriert und auch jeden Tag die Übungen dazu gemacht. Es gibt auch zu jedem Tag ein zusätzliches Video noch, was ihr euch anschauen könnt, die auch super, super schön gestaltet sind. Und ich möchte euch so ein paar Einblicke noch in den Kurs geben. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie der aufgebaut ist. Und zwar gibt es insgesamt 3 Teile. Der erste Teil beschäftigt sich damit, das alte Ich wahrzunehmen. Also man macht so eine Bestandsaufnahme, lässt Vergangenes los, guckt sich mal negative Gedanken und Glaubenssätze an und solche. Und seine Ängste guckt man sich auch an. Im zweiten Teil geht es dann darum, das neue Ich zu gestalten. Also das Gehirn umzuprogrammieren mit zum Beispiel neuen Glaubenssätzen. Dann entdeckt man seine Ressourcen, seine Werte, schaut, wie man besser Entscheidungen treffen kann und wie man seine Ziele erreichen kann. Und dann geht es in Teil 3 wirklich los mit Glück im Alltag finden, mit Manifestieren und Dankbarkeit, Achtsamkeit, Lebensfreude, wie man glückliche Beziehungen führt, wie man auch sich selbst und anderen helfen kann. Es geht auch nochmal um Loslassen und Vertrauen. Und dann am letzten Tag, am Tag 20, war dann so die Reflexion. Also was hat man gelernt? Welche Schritte möchte man jetzt dann als nächstes gehen? Und für mich war natürlich vieles etwas, was ich so schon kannte oder mit dem ich mich persönlich natürlich schon auseinandergesetzt habe. Trotzdem ist es nochmal schön und deswegen hat mich das gefreut, das wirklich auch im Januar zu machen, so wirklich nochmal ganz frisch zu starten. Weil ich finde, der Kurs bildet so eine richtig schöne Basis, so eine Ebene. Das heißt, wenn man so anfangen möchte, was zu verändern oder sich mit seinem Leben oder mit dem Leben an sich anders auseinanderzusetzen, finde ich das eine super schöne Basis, eine super schöne Grundlage. Wenn du 20 Tage lang diesen Kurs gemacht hast, kannst du dann wunderschön daran aufbauen, weil der Kurs empfiehlt dann natürlich weiterhin gehend noch, was kannst du noch machen. Dann kann man von diesem Kurs ausgehend halt schauen, okay, was habe ich mir jetzt für Ziele überlegt, wo möchte ich hin, wie möchte ich das umsetzen, möchte ich mal mit Meditation, Yoga probieren, wie setze ich dann Dankbarkeit, Visualisierung, Affirmation, meine neuen Glaubenssätze im Alltag um. Ich finde das richtig schön gestaltet, um so eine Basis zu schaffen, um damit anzufangen. Es gibt viele, viele ähnliche solcher Kurse, aber manche davon sind noch, die fangen nicht unten an. Also da musst du schon so ein bisschen irgendwie dich in der spirituellen Welt schon ein bisschen eingefunden haben. Im besten Fall hast du auch schon angefangen zu meditieren und hier und dies und das und jenes zu machen, damit du überhaupt in dem Kurs mitmachen kannst, mitmachst, die Motivation bestätigt bleibt und das ist halt hier nicht notwendig. Also der Kurs ist wirklich nicht sehr spirituell du musst noch nicht meditiert haben oder. Also es fängt wirklich ganz unten an und bildet so eine schöne Basis, um dann weiter gucken zu können. Deswegen möchte ich euch den wirklich sehr ans Herz legen. Also ich kann den sehr empfehlen. Es hat mir großen Spaß gemacht vor allen Dingen. Es hat mir großen Spaß gemacht, jeden Tag meine Aufgaben zu machen, durch das Workbook halt zu gehen, was natürlich auch sehr schön gestaltet ist und habe halt auch meine Übungen immer im Workbook gemacht. Also ich habe das alles hier reingeschrieben. Und das ist halt auch so schön, man kann das dann halt auch nochmal wieder zur Hand nehmen, kann halt nochmal nachlesen und ich bin ja so ein Fan davon, so Bücher auszufüllen, solche Eintragebücher zu machen und kann ich wirklich sehr empfehlen. Bei dem Set war übrigens auch
ein Armband noch dabei und echt tolle Postkarten. Und das Armband ist zum Beispiel sehr gut geeignet, wenn ihr den einen Tipp umsetzen möchtet, den ich immer wieder gebe. Das Armband ans eine Handgelenk befestigen und wenn ihr merkt, ihr habt einen negativen Gedanken, etwas, was ihr nicht denken möchtet, dann switcht ihr einfach die Handgelenke mit dem Armband, um euch bewusst zu werden, wie oft ihr eigentlich im Alltag negative Gedanken habt. Und wenn man sich das bewusst macht, einfach durch diese Handlung, kommt man schneller darauf. Es wird einem schneller bewusst, dass man negative Gedanken hat und kann das dann viel, viel eher abschalten. Und irgendwann braucht man das Armband nicht mehr, weil man das dann schon ganz, ganz schnell mitbekommt und einfach dann abschalten kann. Nur mal so nebenbei. Aber fiel mir direkt ein, als ich das Armband gesehen habe, als ich das Päckchen ausgepackt habe. Ich verlinke euch nochmal alle Infos zu dem Kurs und wie gesagt, das Interview verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Schaut euch das wirklich sehr, sehr gerne an. Abonniert Happy Dings sehr, sehr gerne auf Facebook, auf Instagram folge ich ihr wirklich sehr, 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 sehr gerne und guckt mir da täglich gerne ihre Stories an, weil das wirklich auch nochmal so ein alltäglicher, schöner, positiver Input ist, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Also wenn ihr da Bock habt, mal so eine Grundlage zu schaffen, einfach mal mit diesem Thema anzufangen, dann finde ich das eine super gute Gelegenheit, einen super schönen Kurs dafür. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr findet alle wichtigen Links unten in der Infobox und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!